Okay, da drüben ist vorbei. Zweimal Skeleton-Tiki, Respekt. Mann, gib mir Herzen. Ja, Mitte. Gut. Rechts, links. Ah, ist doch egal. Komm, ein Herz noch, dann bin ich zufrieden. Jawohl. Und rechts. Fuck. Komm schon. Das wird was. Los, mehr. Gib mir mehr. Nein, nicht mehr Bomben. Ja, okay. Ich habe 18 Milliarden Bomben. Ich hab's verstanden. Ja. Mann. Yes. So. So, das... Ich halte mir das mal noch offen. Ich werde hier schon mal... Ja, Book of Shadows. So, Book of Shadows nehme ich für später mit. Das Revelations Book wird sich ohne die Nonne eh gleich nicht mehr lohnen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal zum Boss kommen. Aber immerhin traue ich mir jetzt sagen, es könnte unter Umständen noch was werden. Unter Umständen. So, wir brauchen zwei Treffer. Oder drei, wenn man nicht gescheit trifft. Boah, komm. So. Oh, ganz oben rum. Ich versuche mir jetzt noch viele Leben zu holen mit dem Book of Revelations und dann wird gewechselt auf das Book of Shadows. Hier hätten wir nochmal einen Automaten. Schaffe ich das? Ach, jetzt nicht. Oh Gott, was ist denn? Ja, genau. Wo soll ich denn da hin? Das ist ja ein Witz. Da konnte ich gerade nirgends hin. Das war gerade ein Witz, ey. Ganz schlechter Witz war das. Hinterlass wenigstens was Gutes. Eine Tür ist Abhölle. Geheimraum oder so? Na? Nope. Ich hab so viel Bomben. Mit etwas Glück ist ja hier irgendwo mal ein Seelenherz drunter. Oh Gott. Diese scheiß Dickdas. Ich bin auf dem... Oh Gott. Oh Gott. Zwei Champions-Versionen davon, really? Jetzt krieg ich lauter normale Herzen, ey. Ach Gott! Jetzt krieg ich lauter normale Herzen, ey. So, Buch noch zweimal aufladen und dann... Oh, cool. So, riskiere ich das jetzt und gehe da rein? Ja. Ich meine, es war ja klar, dass da Greed ist. Aber Greed sollte eigentlich recht schnell down sein. Yes. Oh, jetzt könnte ich nochmal zocken ohne Ende. 35 Coins. Oh Gott. And it's gone. So, schade. So, mein Plan besagt jetzt Folgendes. Ich guck mal, was hier noch so geht. Ganz ehrlich, ich habe so viel Coins, ich brauche die Coins gleich nicht mehr. In der Kathedrale, oh, noch mehr Coins. In der Kathedrale höchstwahrscheinlich noch weniger. Vielleicht habe ich ja Glück und es kommt nochmal eine Health-Up-Pille. Oder Balls of Steel. Balls of Steel will ich auch nochmal feiern.
Oder natürlich der Dollars. Fuck. Gut, hat sich erledigt. Dann Book of Revelations drücken. Wechseln zum Book of Shadows. Das ist definitiv besser. Angebracht an dieser Stelle. So. Und dann schauen, was hier noch so geht. Denn wenn ich Glück habe, kommen hier nochmal richtig viele Herzen, dass ich da was in die Blutbank nochmal stecken kann. Und letztendlich da nochmal ein Health Pack rauskommt. Also das Blood Pack. Boah, dreimal Niete, really? Na gut, ich habe jetzt 95 Coins. Ich könnte das jetzt ein bisschen in die Länge ziehen. Eigentlich ist das Quatsch, ne? Das ist Quatsch. Okay, okay, es ist Quatsch. Gut. Bevor ich mich da jetzt tot zocke, gehen wir zu It Lives und werden den Kampf erstmal schaffen und dann reden wir weiter. Immerhin schaffe ich es mal wieder zu It Lives. Und ich möchte einfach mal sagen, das wird ein Mom-Kill. Erstmal das Herz verbraten. Erstmal schön versemmeln, indem wir irgendeine Scheiße bauen. Wahnsinn, ey. Mom geschafft. Herzen auffüllen. Ja, Luca, genau. So. Cathedral. Aber das Polaroid ist doch gar nicht gedroppt. Also es ist doch kein Blue Baby Run. Also muss ich doch Isaac 6 markieren. Ich bin völlig verwirrt, ey. Ernsthaft, bin völlig verwirrt. Das Polaroid ist fertig im Menü, aber es hätte droppen müssen. War ohne Polaroid, Oh Gott. Komme ich ja nicht zu Blue Baby. Oh wei, oh wei, oh wei. Jetzt hat vielleicht nochmal ein Bettler oder sowas. Würde ich feiern. Ha, wow, Mensch. Wow, bist du's? Oh Gott. War jetzt nicht so schlimm. Du machst jetzt hier nichts mehr. Du bist. It's over. Ja, ja, wenn Bosse plötzlich zu normalen Räumen werden. Ja, 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 ja. Und hier ist auch noch nix. Ey, sensationell. Oh Gott. Oh, das ist aber nett. Das ist nett. Und wie soll ich jetzt an dieses Kackherz rankommen, bitte? Wäre ich dann getroffen? Danke. Die Frage ist, wenn ich da jetzt runtergehe, werde ich dann getroffen?
Ich glaube, ich werde da getroffen dann. Oh, Monstro 2, Mensch. Und das ist der Kleine, der ist sau schnell. Komm, komm, komm. Alter, der ist doch schon tot. Riskiere ich das jetzt? Zweimal Greed, wow. Oh shit, da eine Ecke. Shit, das Saula. Oh shit. Ja, das habe ich nicht gesehen. Fuck. Natürlich werde ich da getroffen. Weil wenn ich an. Weil, um die Pille aufzunehmen, werde ich anhalten und ich werde garantiert mit meinem Kopf. An der Spitze stehen bleiben. Garantiert. Da bin ich mir ja sowas von sicher. Scheiße, gibt es jetzt hier nicht noch irgendwo Herzen? Mit 4 Herzen zu Blue Baby? Scheiße. Ja, Was machen wir jetzt? Gehen wir einfach durch? Probieren wir einfach Blue Baby? Könnte höchstens versuchen. Slider Speed Up, das brauche ich leider nicht. Naja, was soll's. Okay. Mit 4 Herzen. Das ist nicht das Wahre, ne? Das ist nicht das Wahre. Vor allem. Selbst wenn ich jetzt schaffe, in die Chest. Ne, Chest ist ja noch gar nicht. Ich brauche jetzt doch den 6. Eisenkippe. Was heißt glaube? Ziemlich sicher, ich brauche das Polaroid. Es ist nicht da. Mit 4 Herzen. Oh. Riskant. Ja, würde sagen, los. So, zweite Phase incoming, bisher keinen Treffer kassiert. Und da ist der erste Treffer. Der Dead Bird kämpft auch so. Bestmöglichst. Und der Schaden ist halt echt nicht so geil. Fuck, jetzt laufe ich in seine Träne rein. Ich hätte mir das Buch aber ganz gerne noch für die Phase aufgehoben, ja. So, jetzt muss ich es leider zünden. Komm! Komm! Ah, jawohl, da ist es! Yes! Yes! Und damit ist das Polaroid offiziell freigespielt! Yes! Son of a bitch! Holy macaroni! Yes! Yes!
Ich kann's doch! Mann! Polaroid! Jetzt aber endlich! Jetzt gibt's wirklich Blue Baby! Yes! 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 So, Pinkelpause und dann wird Blue Baby endlich getötet!